Scheiße, Mann, boah, komm, was geht ab, Mann? Mike. Scheiße, Mann, ey. Ich brauch dich. Was? Ich brauch dich, Mike. Erinnerst du dich an die Gießerei? An die Gießerei erinnere ich mich sehr gut, Mann. Ja? Ja, Mann. Dieser Amateur, der will sich mit mir treffen. Scheiße, Mann, welcher Amateur, Mann? Der versucht, den Herrn Krämer noch zu ehren. Ach, der versucht, sein Werk fortzuführen. Ach, du Scheiße. Was hat er vor? Was hat er vor? Was will er tun, Mann? Weißt du, was wir machen? Was machen wir, Gomez, Mann? Ich gehe ganz normal hin, du kommst mit. Du gehst nach hinten, rennst nach oben. Ja, und beobachtest das Ganze von oben. Ja. Wir treffen uns danach wieder. Joker und Clown sind jetzt da. Was müssen wir machen? Scheiße, Mann, ich sehe niemanden, Mann. Ich sehe niemanden, Mann. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Wie komme ich hier hoch, Mann? Scheiße. Entschuldigung. Ja. Ach du Scheiße, ja? Ja. Ich habe auch einen Kontakt mit ihm. Scheiße, Mann. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, irgendjemand hat ein Taxi hier gerufen, Mann. Wir sind kein Taxi. Wer bist du? Ich bin Taxifahrer, verdammte Scheiße, ich sag dir, wie es ist, Mann. Irgendjemand hat hier ein Taxi gerufen. Ich stehe draußen mit meinem Taxi, Mann. Okay, ich bin Clowns, wer bist du? Scheiße, Mann, mein Name ist Mike, wieder Müller, Müller, wieder Mike. Rückwärts wie vorwärts, wie die anderen, nur der Mike. Irgendjemand hat hier ein Taxi herbestellt. Ich bin Taxifahrer, mein Taxi steht... Was machst du hier? Seit wann bist du hier? Darf ich auf Sie zukommen, der Herr? Nein, bleib da stehen, verdammt nochmal. Das sieht komisch aus. Seit wann bist du hier? Seit vielleicht, ich sage ihm, wie es ist, vielleicht 2-3 Minuten. Irgendjemand meinte, ich soll, will ein Taxi bestellen zur Gießerei. Und aber ist das deine G-Klasse da draußen? Welcher verflickte Taxifahrer? Nein, ich habe keine G-Klasse, verdammte Scheiße, Mann. Ich habe einen Taxi, Mann, der steht draußen, Mann. Ich bin in der Gießerei. Vor mir steht irgendein Typ. Irgendein Taxifahrer. Und was sollen wir jetzt machen? Ja. Hey, Taxifahrer! Ja, das bin ich. Verzieh dich. Okay. 3. Scheiße, Mann! 2. Okay, Mann. Taxifahrer!
Scheiße, Mann, schnell weg hier, Mann. Schnell weg hier, Mann. Die haben geschossen, Mann. Scheiße, Mann, die haben geschossen, Mann. Scheiße, Mann, geht dran, Mann, geht dran. Komm jetzt, Mann. Geh doch dran, Mann. Scheiße, Mann, liebes Tagebuch, ich hab absolut keinen Plan, was ich mach so, Mann. Der Typ hat eine Waffe, Mann. Ich will auch nicht sterben, Mann, verdammte Scheiße, der hat geballert, Mann. Ich will auch wissen, was mit Gomez los ist, verdammte Scheiße, Mann. Was passiert hier, Mann? Scheiße, das wäre auch zu schön gewesen, wenn die Tür offen gewesen wäre, Mann. Wir brauchen irgendeinen anderen Eingang, verdammte Scheiße, Mann. Wir müssen irgendeinen Eingang finden, Mann. Scheiße, auch verschlossen, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Gomez, ich hoffe, Gomez lebt noch, Mann. Auch geschlossen, Mann. Scheiße. Scheiße, nur mal angenommen, die Tür ist offen, Mann. Nur mal angenommen, die Tür ist offen, Mann. Ich gehe da jetzt rein und ich stehe direkt davor, Mann. Ich muss direkt losrennen, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, ich bin wieder drin, Mann. Ich bin wieder drin, Mann. Ich komme ja von wieder schon in den Mann. Wenn man nochmal klauen will. Scheiße, Mann, wo ist Gomez, Mann? Wo zur Hölle ist Gomez, Mann? Scheiße, die sind gerade rausgegangen. Die sind gerade rausgegangen, Mann. Nur mal angenommen, irgendwo ist doch jemand, Mann. Hier ist keiner mehr, Mann. Hier ist keiner mehr, Mann. Ich muss wieder von hinten ran, Mann. Wenn ich jetzt hier... Nur mal angenommen, die stehen noch hier, Mann. Ich muss wieder rüber, Mann. Ich muss wieder rüber, Mann. Ich muss wieder hoch, genauso wo ich herkam. Keiner ist mehr drin, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, die Autos stehen noch da, Mann. Bleib stehen! Bleiben! Komm mit. Scheiße, Mann. Umdrehen. Los, vor. Da sind sie, Mann. Da sind sie, Mann. Schönen guten Abend. Scheiße, schönen guten Abend, Mann. Verdammte Scheiße. Ich sag Ihnen, wie es ist, Mann. Ich sag Ihnen, wie es ist, Mann. Mich hat jemand angerufen, dass ich hier eine Taxifahrt herfahren soll. Und ich hab eben mein Handy verloren, Mann. Scheiße, Mann. Ja, Mike Müller. Nein, Mike wieder was Müller. Was mache ich jetzt mit Scheiße, ihm? Mike wieder Müller, wieder Mike, rückwärts wie vorwärts wie die anderen, oder Mike, Mann? Ich möchte ein Spiel mit ihm spielen. Nein, Mann, ich hasse Spiele, Mann. Okay, wir spielen mal. Das wird sich gleich noch zeigen. Du wirst gleich merken, was mit dir passieren wird. Besser wäre mir jetzt. Warum bist du hier? Herr, ich sag Ihnen ganz ehrlich, Mann. Erzähl mir nicht nochmal diese Taxinummer, die glaubt dir eh keiner. Der Herr, was soll ich Ihnen anderes sagen, Mann? Ich wurde angerufen, Mann. Unbekannte Telefonnummer, der Herr. Ich soll schleunigst zur Gießerei kommen. Ich sag Ihnen, wie es ist, Mann. Ich bin
arm wie eine Kirschmaus aktuell. Ich brauche jeden Fahrgast. Jeden Fahrgast, Mann. Er meint, es gibt eine große Summe. Ich soll ihn hier abholen, verdammte Scheiße, Mann. Das ist alles, Mann. Dann war ich hier und von zwei Herren weggescheucht. Und das war alles, Mann. Es war alles der Herr. Würde ich auch behaupten, nicht wahr? Es werden gleich noch zwei weitere Personen kommen, Müller. Dann werden wir mal sehen, ob die Leichtsinnigkeit immer noch so leichtsinnig für sie sein wird. Schönen guten Abend erneut, Männers. Guten Tag, Herr. Einen wunderschönen guten Abend. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Herr Gomez. Oh, Mike Müller. Ist das der Typ, den du gerade im Busch gesehen hast, wieder? Ja, ich habe ihn direkt geschnappt. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich hier verziehen? Ja, der Herr, ich hatte ein Problem. Sie hat mir das gesagt. Ich bin losgerannt und hat mein Portemonnaie alles verloren auf halber Strecke. Verdammte Scheiße, also musste ich zurück. Ich hatte aber Angst, weil sie geschossen hatten. Es tut mir leid, dann habe ich mich versteckt. Wollte warten, bis sie weg sind und wollte mein Portemonnaie suchen, der Herr. Müller hinter sich. Sehen Sie einen heißen Behälter. Dort drinnen liegen zu bleiben wäre äußerst, nennen wir es mal, fatal. Es hätte verheerende Konsequenzen für Sie. Scheiße. Wir bieten Ihnen aber einmalig die Möglichkeit, durch diese Hölle durchzugehen. Ach du Scheiße. Sie müssen nur rüber reinspringen und ganz schnell wieder raus. Und dann ran, schnell um Ihr Leben rennen. Ansonsten werden Sie elendig verbrennen. Und dieser Ort hier wird Ihr Grab werden, Herr Müller. Glauben Sie mir. Scheiße. Stellen Sie sich dorthin. Und dann sollten Sie mit Anlauf in den Pott reinspringen und relativ schnell wieder raus. Nein, das kann ich nicht ansonsten tun. Nein. Doch, das können Sie tun. Nein. Wollen Sie etwa, dass wir das hier benutzen? Ach du Scheiße, mir klappt das. Die Spielregeln. Scheiße. Oh, mein Kreislauf, Mann. Wenn Sie sich an die Spielregeln nicht halten, müssen wir leider die Regelbrüche sanktionieren. Hier ist das Messer, stell dich hinter ihn. Klappt mit Vergnügen. Scheiße, Mann. Du Scheiße, Mann. Scheiße, was ist los? Ja, Mann, ich fand es ganz kurz. Ich sage Ihnen. Wir haben jetzt noch genau 30 Sekunden Zeit. Okay, darf ich Ihnen noch eine Sache sagen? Darf ich Ihnen noch eine Sache sagen? Eine Sache noch. Wir sind bei 10 Sekunden, mein Lieber. Ich kann da nicht reinspringen. Ich sage Ihnen, wie es ist, Mann. Ich kann es nicht, Mann. Doch, das können Sie. Ich muss, Mann. Darf ich Ihnen noch eine Sache sagen? 5 Sekunden, wie viel haben wir noch? 10. Als du auf die Welt kamst, meintest du, Mann. Leb so, dass wenn du das Leben verlässt, alle weinen und du alleine lächelst, mein verdammtes Scheiße, Mann. 10 bitte runter, Mann. 6. Scheiße, Mann. 5. Scheiße, Mann. 4. Rein und raus, oder was? Leben oder sterben, Müller. Wie? 1. Ist der verbrannt? Nein. Oh. Geh runter und jag ihn das Messer in den Hals. Sind Sie sicher, Sir? Stich ihn da. Steh auf. Ja. Und jetzt mit dem Gesicht zur Wand. Viel Spaß. Ja, mein Kleiner, ich habe meine Mordlust schon lange nicht mehr gestillt. Du hattest deine Chance. In den Kopf. Ja. Steck ihn das Messer in den Kopf. Ja.